Jo Leute, es ist schon passiert. Der frühe Vogel hat den Wurm schon gefangen gehabt. Willkommen zurück zum weiteren Video von Neon VR. Und ich habe wieder was Neues, Tolles gemacht. Wow, Hammer. Und zwar folgendes. Ich drehe mich davon weg. Das hier. Oh, seht ihr das? Also könnt ihr das hier irgendwie erblicken in eurem Feld, wie sich hier dieser Ball da zu meiner Hand hin bewegt, sup, und mit meiner Hand auch mitbewegt, wenn ich, warum auch immer, das muss ich auch noch irgendwie fixen, aber wenn ich den anziehe, obwohl das lustig ist, man kann ihn dann zu sich herziehen, wow, Hammer. Und das ist jetzt echt extrem einfach, also man, ja, das ist relativ forgiving, das System, man kann relativ einfach zielen und da, wo man hinzielt, da aktiviert man was, wow, Hammer. Und jetzt kann man zum Beispiel richtig spannende Dinge machen, wie sich hier festhalten. Und dann springen und dann in der Luft das nächste aktivieren und dann mal zurück, weil es so schön war. Wow! Und ey, Junge, und dann hat man ja noch den Mitteljump, wenn man irgendwie versemmelt. Und damit hat man noch ein bisschen Space, um, ja, keine Ahnung, den Jump auch wirklich zu landen, dass es halt nicht zu schwierig ist. Ich denke, das hat wirklich so ein bisschen Mario Odyssey-Charakteristik, dass man hier wirklich einen Headjump in der Mitte noch machen kann und so weiter. Ich glaube, das ist schon mal ganz cool. Und natürlich ist das jetzt hier ein bisschen simpel, ne? Also ich kann jetzt die Tür aufmachen. Wow, Hammer. Jetzt geht die Tür. Sieht noch wack aus da unten. Hier. Ich kann das hier auf, an- und ausmachen. Klar, super. Aber dann wird es ein bisschen, also das ist ja schon ein bisschen langweilig dann. Wie macht man das interessanter? Klar, man versucht irgendwie andere Dinge noch damit zu aktivieren, zum Beispiel Plattformen. Und die dann zu bewegen in eine bestimmte Richtung. Momentan sieht das natürlich jetzt ein bisschen simpel aus so. Aber wenn ich quasi den Ball da drauf packe, dann fährt sie los. Und wenn ich den Ball wegpacke, fährt sie zurück. Mit dem anderen ganzen Physics-Kram, den wir davor gemacht haben, zusammen ist es halt ultra cool, weil ich mich jetzt mit dieser Dings mitbewegen kann. Zum Beispiel jetzt von der bewegenden Plattform aus den Ball nehmen kann. Oh, den Ball nehmen kann, springen kann, das nehmen kann und dann zum Beispiel den Jump hier zu machen. Es ist super cool und super satisfying, wenn man das macht. Natürlich ist das jetzt nichts für den ersten Raum so. Aber ich glaube, dass genau sowas das halt wirklich das Spiel dann ausmachen wird, wenn man so richtig coole Kombos machen kann, die natürlich vom Level-Design her super platziert sind, sodass man die auch wirklich trifft, aber die sich einfach gut anfühlen, sag ich mal. Und dann natürlich immer die Möglichkeit zu haben, noch so eine Alternativroute zu haben. Übrigens, das bewegt sich, glaube ich, nicht im selben Update-Frame wie der Rest hier, deswegen sieht das so laggy aus. Das müssen wir mal ein bisschen ändern. Oder irgendwie auf Rigid Body umstellen. Ich glaube, das ist momentan noch normaler Transform-Movement hier, der hier passiert. Nicht gut. Aber ja, ich glaube, das ist ein cooles Feature. Ich glaube, das ist nice. Man kann natürlich den Ball immer nur in einer Hand haben, muss sich dann natürlich auch merken, in welcher Hand hatte man den Ball. Und dann in der Hand natürlich auch wieder zurückschießen. Ich müsste mal noch einen zweiten Ball hier hinzufügen, damit wir mal gucken können, wie das ist mit zwei Bällen. Ja, das kann ich dann im nächsten Update-Video, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist momentan der Stand. Ich glaube, das ist echt. Also damit kann man wirklich schon so viel machen. Ich glaube, ich versuche mal ein erstes Level zu bauen. Sobald ich die Dinger hier fertig habe. Also das hier muss auf jeden Fall nochmal geupdatet werden, dass es gut aussieht und vor allem, dass die Kugeln nicht so hinterher glitschen. Und wenn die so hinterher glitschen, dann will ich einen anderen Socket haben. Dann will ich irgendwie so einen runden Orb oder so haben, den man hier auf Kopfhöhe hat, damit man den einfacher ein- und ausstecken kann und nicht auf den Boden gucken muss. Brauchen wir noch andere Sockets für. Sockets müssen natürlich nicht so aussehen, das ist für die Wand jetzt gedacht. Und dann haben wir natürlich noch andere Sockets, die, keine Ahnung, für den Boden, so Stands oder solche Podeste halt sind, wo die am Anfang auch drinstehen im Level, wenn sie noch. Also die sind ja nicht von Anfang an irgendwo drin. Also brauchen wir die, müssen die irgendwo rausholen. Also gibt es dann solche Stands noch, die quasi einfach so Podeste sind. Wow! Hammer! Ja, und ich glaube, das ist alles, was es hier so Neues gibt. Aber ich würde sagen, das ist schon echt cool. Also ich glaube, damit kann man schon echt viel machen. Und ich glaube, das ist schon echt sehr, sehr viel, sehr, sehr powerful. Wenn ich damit jetzt ein paar Levels baue, dann ist es cool. Jetzt geht es natürlich ins Worldbuilding und jetzt wird es schwierig. Weil jetzt brauche ich natürlich irgendwie ein cooles Universum, was mir Spaß macht und was ich nice finde und wo die Welt dann auch später Sinn macht. Und das bin ich momentan am Überlegen die ganze Zeit schon. Ich habe jetzt überlegt, ob man eine verwüstete, quasi, verwüstet, haha, eine verwüstete Stadt hat, die quasi wie überflutet ist, nur halt mit Sand. Und man dann irgendwie in den obersten, auf den Hausdächern quasi sich bewegen kann und alles unten zu ist irgendwie versandet und man kann dann irgendwie in manche Häuser rein und da sind noch solche Rätsel oder so oder solche. Ich weiß nicht genau, wie man diese Verbindung zu solchen Zelda-like Dungeons und einem normalen Game macht. Das ist nämlich momentan noch mein größtes Struggle. Aber ja, genau, das muss ich irgendwie in ein Ding bekommen. Also wie ich quasi diese Puzzle-Rätsel und eine Overworld irgendwie zusammenbringe. Oder ob ich es jetzt erstmal, keine Ahnung, einfach sage, so, ich überlege mir jetzt einfach ein gutes Level, werden da reingeworfen, wir sind in dieser Welt und man macht irgendeinen billigen Introductory Sentence und dann weiß man Bescheid. Man weiß es noch nicht. Aber ich werde natürlich kein AAA-Game, die Environment und Story und Lore irgendwie aus dem Nichts herauszaubern. Deswegen müssen wir mal schauen.
Aber ich meine, klar, natürlich andere Leute, die alleine Spiele machen, haben Ideen, die sind so powerful, dass man da nicht wirklich 10.000 Menschen braucht. Und bis mir diese super tolle, powerful Idee, die alles verändert, eingefallen ist, naja, werde ich hier einfach nur ein bisschen ausprobieren. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin immer noch so fasziniert von diesem Movement, dass man hier so zwischendurch kann und so. Ey, das kommt vielleicht nicht so krass rüber in Third Person, aber es macht echt, also ich habe noch kein VR-Spiel erlebt, wo man so flüssig sich bewegen kann. Also das habe ich einfach noch nicht gesehen. Also klar, es gibt irgendwie dieses Gorilla-Tag, wo man sich so rumhaut, aber da kann man es nicht so kontrollieren. Das ist eher so ein Gimmick, dass es halt schwierig ist zu steuern. Und bei, keine Ahnung, bei Echo VR oder so, da hat man ja Schwerelosigkeit, kann sich auch von den Wänden so abstoßen, wie ich das hier kann, aber hat dann eben nicht die Gravity dazu. Also das ist wirklich eine ganz komische neue Art, sich zu bewegen, vor allem weil das halt nicht nur Stick-Movement ist, sondern man kann sich halt zusätzlich mit den Händen bewegen und das ist eigentlich relativ gut. Du könntest theoretisch, wenn du Bock hast, alles mit den Händen machen und dich nur noch sofort bewegen. Und ich glaube, das werde ich vielleicht auch irgendwie so, als dass man sich ducken irgendwie auch gedrückt halten lassen kann oder so, dass man einfach durchgehend duckt, wenn man Bock hat, dass man im Monkey-Modus spielt. Wäre schon auch witzig. Ist wahrscheinlich auch schneller als laufen. Außer man macht die ganze Zeit Sprung und dann Air-Jump nochmal dazu. Mann, es sind so viele Möglichkeiten, das wird einfach verrückt. Gut, dann hoffe ich mal, dass ASAP irgendwie ein cooles Level entsteht, mir eine super tolle Welt und eine coole, ja, Design-Ästhetik einfällt, nach der ich mich halten kann, weil sobald diese grundlegenden Frameworks geklärt sind, was will ich in dieser Welt machen, was ist der Style, also sehen so zum Beispiel meine Sachen aus? Wahrscheinlich nicht, das sieht irgendwie zu hochmodern aus, das Spiel ist nicht so modern. Ich will zwar coole Vertikalität haben, aber ich glaube, es ist nicer, dass, ich weiß nicht, in der Overworld ein bisschen natürlicher zu halten oder ein bisschen magischer. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Levels dann auch so magisch und eher mittelalterlich oder keine Ahnung, halt irgendwie, ja, magisch sind und nicht wirklich technisch Sinn machen. Oder ob die, keine Ahnung, ob es das Cyberpunk 3445 wird. Wäre natürlich irgendwie cool, wenn man Neon nicht mit dem Offensichtlichen verbindet, sondern Neon einfach die ganzen Pflanzen so fluoreszierend sind und sich so cool bewegen und alles irgendwie weirde Interaktionen hat und dass das Worldbuilding quasi ausmacht und man dazu dann diese coolen, ja, diese Neon-Mechanik hat. Mal gucken, vielleicht kann man diese Laser irgendwann auch noch mit Blumen oder sowas oder mit irgendwelchen Routen oder Roots, wie heißt das auf Deutsch, Wurzeln verbinden, dass die sich irgendwie so verbinden. I don't know. Aber das sind momentan die Gedankengänge. Was macht man hier draus? Weil das Movement ist fun. Also ich glaube, man kann echt damit schon was Cooles shippen, wo man echt Spaß mit hat. Und wo Leute wirklich auch stundenlang einfach wieder zurückkommen, weil sie einfach, keine Ahnung, Bock haben, sich hier zu bewegen. Es fehlt halt nur noch irgendwie die coole Welt, wo alles Sinn macht und die ganzen Models und der Style zusammenpasst und der Shader und alles. Mal gucken. Aber für ein Alpha-Bild sollte sowas ja reichen. Mal schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Es bleibt spannend. Tschüss und süß. Und auf die Füße.